Einen wunderschönen wünsche ich euch, ihr lieben Liebenden. Wir schauen in die Tagesenergie vom Donnerstag. Ich habe ja gerade wieder Spätdienst, deswegen gibt es heute mal spät die Tagesbotschaft. Was haben wir denn hier? Neue Verbundenheit sorgt dafür, dass du hier einer Entscheidung einen Ticken näher kommst, beziehungsweise, sagen wir es mal so, eine Entscheidung fällst. Und das relativ schnell. Gucken mal, was wir hier vom Tarot bekommen. Und der Eremit dreht sich hier noch auf den Kopf. Ha, gepaart mit dem Tod. Sehr interessant. Also, zum einen haben wir hier eine Energie liegen von Isolation und Rückzug. Ja, Einsamkeit, Entbehrung. Andersrum aber auch das Loslassen dessen. Die Lilien stehen ja für Harmonie und für Verbundenheit. Und es ist natürlich auch die Blume des Winters in den Lennys. Und für mich sieht das so aus, als wenn du hier aufgrund irgendeiner Angelegenheit jetzt zurückgehst in die Gemeinschaft. Nicht zurück in die Vergangenheit, in die Zukunft schon, ja. Aber raus aus dieser Isolation, raus aus diesem Entbehren. Warum entbehrst du dich deinen schönen Optionen, die du hast? Ganz gleich, ob es um ja, persönliche Weiterentwicklung geht, ob es um Treffen mit Freunden geht, Dates haben etc., was auch immer dein Thema ist, ja, hier lässt du los, du gehst jetzt hier in einen neuen Lebensabschnitt. Vielleicht hast du auch gedacht, du brauchst diesen Rückzug in deinem Leben, um mit irgendwas fertig zu werden. Letztendlich die größten Herausforderungen und die größten Lektionen haben wir aber nun mal auch, wenn wir in der Gemeinschaft sind, weil dann kriegen wir die Triggerpunkte. Wir gucken mal weiter. Ja, zurück in die Gemeinschaft. Jetzt ist es an der Zeit, wieder zusammenzuarbeiten. Jetzt ist es auch an der Zeit, deine Inspiration, deine Kraft, alles wieder in Balance zu bringen, zu nutzen, für dich zu nutzen, dich auch zu qualifizieren, vielleicht auch weiterzubilden. Ja. Oh. Kelchkönig dreht sich hier um. Aber auch der Narr. Ja, du musstest hier irgendetwas mit einer anderen Person aufarbeiten, hast dich deswegen auch zurückgezogen, hast auch gedacht, oh, du wirst nie wieder ja, emotional irgendjemandem so nah sein können, weil du hast Emotionen mit etwas Toxischem dir eingeprägt, im wahrsten Sinne des Wortes, weil dieser Mensch hat, wenn er dir gut zugeredet hat, natürlich im nächsten Atemzug direkt genau das Gegenteil getan. Aber auch davon löst du dich jetzt, weil du erkannt hast, hey, okay, gut, dieser Mensch ist ja nicht alle Menschen. Ja? Da fängst du jetzt an zu differenzieren. Und deswegen entscheidest du dich auch aufgrund von Verbundenheit, aufgrund von Anziehung. Wie gesagt, es kann durchaus sein, dass eben ein neuer Mensch in deinem Leben eine Bewandtnis hat und du deswegen jetzt sagst, nee, ich kann nicht länger in dieser alten Energie leben. Und das ist auch so. Wir brauchen viel mehr Energie, um uns mit unserer Vergangenheit auseinanderzusetzen, als wir benötigen, um in die Zukunft zu gehen. Es ist so, Leute. Was kriegen wir denn hier noch fürs... Ja, das Freimachen hier, das Springen in die neuen Möglichkeiten ist auf jeden Fall auch mit einem sehr emotional erfüllenden Start gekennzeichnet. Ass der Kelche, Chance auf eine neue Liebe, Herzöffnung, emotionale Heilung. Ja, also wenn du hier dich hier... Haha, es geht weiter. Leute, ich glaub's nicht. Wir haben hier die 22 und das ist ja, die Wege stehen auch für eine Beziehung. Ja, jetzt haben wir hier die Liebenden, Herzensentscheidung, Herzöffnung, magische Verbindung und letztendlich auch, ja, wir haben hier auch schon den Liebhaber, die Liebhaberin drin gekennzeichnet. Ein Menschen, den du gerne hast. Ja. Wahnsinn. Entscheidung für die Liebe und Loslösen von der Vergangenheit. Ja, schöner kann es doch hier gar nicht sein am Donnerstag. Sehr schön. Oh, es sind sogar gleich zwei rausgefallen. Der Münzkönig fällt hier auf die Belastungen.
Also, es ist natürlich auch eine Anstrengung, gar keine Frage. Hier zeigt sich auch der Stress noch so ein bisschen, die Belastungen in der Vergangenheit zeigen sich hier noch so ein bisschen. Aber auch, dass dir eine enorme Last von den Schultern genommen wird. Jetzt haben wir hier natürlich keinen Menschen, der dich emotional manipuliert. Wir haben hier jemanden, der sehr, ja, potenziell erfolgreich ist, zumindest weiß, was er will, mit beiden Beinen fest im Leben steht. Und definitiv nichts mit dieser Energie zu tun hat. Sehr schön. Das ist auch jemand, der langfristig agiert, sei es in seinen eigenen Projekten oder ihren eigenen Projekten. Das Gegenüber kann ja auch eine Frau sein. Das ist kein Mensch, der spielt. Ja. Und letztendlich haben wir jetzt hier mit dem Wagen, also wir haben viele große Arkanen, absolute Transformationsenergie. Und mit dem Wagen auch dieses Sieg über Widrigkeiten. Ja. Halleluja. Endlich geschafft. Ja, so ist es halt, ne? Wie gesagt, halte dich nicht auf der Vergangenheit fest, weil du verschwendest so unendlich viel Energie und alleine, weil du diesen Erkenntnisgewinn jetzt hast, nicht alle über einen Kamm zu scheren und vor allen Dingen auch diesen Menschen endlich aus deinem Energiefeld zu schmeißen und vielleicht auch tatsächlich aus deinem Leben endgültig zu schmeißen, sorgt dafür, dass du dich hier voll und ganz in einer neuen Verbindung ausleben kannst und vor allen Dingen auch deinem Herzen vertraust, deinen Emotionen vertraust, dir erlaubst, dich zu verlieben, ja, weil du erkannt hast, dass du erstmal einen Menschen auch kennenlernen musst, in die Tiefe gehen musst, um zu entscheiden, ist das hier jemand, der emotional manipulativ ist, oder ist es ein Mensch, der geerdet ist, der mit beiden Beinen im Leben steht und es ernst meint. Wow. Wow. Ah, genau das wollen wir. Wir wollen, dass ihr aufwacht. Neumond, Wassermann. Zeit der Transformation des Erwachens. Der Wassermann gilt als ein Zeichen der Freiheit und des Fortschrittes. Und so wird der Neumond im Wassermann oft als eine Chance gesehen, alte Gewohnheiten und negative Energien abzuschütteln und sich auf neue Ziele und Ideale zu konzentrieren. Da kann ich nur sagen, go for it, schnapp dir dein Glück, erlaube dich zu verlieben, genieße die Liebe, ja, und den Rest das zeigt die Zeit. In dem Sinne verabschiede ich mich, sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren und Abonnieren und wir sehen uns wieder, wenn wir uns wiedersehen, allerspätestens morgen.